Und apropos Zeitverschwendung, da muss ich einen kleinen Cut reinzwiebeln. War schon wieder zu weit. Da Steine brauchen wir nicht so viele. Und Teakholz habe ich doch gerade meine hier drin gesehen, oder? Ja. Da sind auch noch Steine drin. So. Ab durchs Portal und mal nachschauen, woran der Fehler ist. Das kann erstmal weg hier. Gucken. Es kann ja nicht sein Ernst sein, dass er so einen riesengroßen Spaß hat, mich immer zu ärgern. Machen wir nochmal vielleicht ein Kabel hier hin. Ne. Das will er nicht. Vielleicht will er mich einfach nur ärgern. Tun wir das Puffergate hier rein. Und machen das mal. So. Ah, es wird schon wieder. Ah, es wird nur dunkel, alles klar. So, jetzt gehen wir dem hier statt. Das erstmal schön eine andere Farbe zyan. So. Da brauchen wir auch nicht so viel. Da reicht hier, wenn wir knappe 100 machen, weil das ist ein Kühlatomkraftwerk. Jetzt hat er eingeschalten. So, nimm mal das hier noch rein. So, jetzt will ich den wieder abschalten. Jetzt ist er aus. Läuft er denn oder läuft er nicht? Nehmen wir kurz mal das Ding hier weg. Gucken wir mal hier was. Ne, jetzt hat er... Komisch, das ist etwas komisch hier mit. Und das ist nämlich auch hier anders. So, machen wir das erstmal nach dem Schlafen gehen. Weil das soll es ja nicht sein, dass es nicht so läuft. Din, 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 din. Bett. Bett, 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 Bett. Bett, 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 Bett. Bett, Bett. Ich hab gesagt Bett. Hä? Das ist jetzt alles getäuscht oder geht die Sonne jetzt wirklich nicht mehr unter? Bestimmt alles getäuscht, oder? Oh, die dauert ja noch. Warum sagt mir das denn keiner? So. Pinky Stinky. Tun wir auch noch hier rein. Kommen wir da. Ne, da kommen wir nicht mehr dran. Aber wir kommen noch so von hier oben dran. Komm schon. Aber jetzt. So, der wäre jetzt an. Der könnte jetzt auch laufen. Das ist nämlich ein warm. Das ist ein warm Breeder und das eine ist ein kalt Atomkraftwerk. Ach ne, nicht Cyan. Kommt nicht gut. Pink wollte ich hier haben. So. Und nun lassen wir mal die Bundle-Cabled hier lang laufen. Muss ich mal einmal hier so schauen. Wieder Luft holen. Blub, 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 blub. So vielleicht. So, jetzt wird's dunkel. Jetzt ist er aus, der eine ist an, ist klar. Kann auch an sein, weil der kein Nährwert gerade hat. Da muss ich sowieso mal ein bisschen rumtüfteln. Das ist jetzt nur provisorisch. Kann auch sein, dass ich das ein bisschen wieder umbaue, ein bisschen mehr Platz nach hinten rauslasse für den Atomkraftwerk. Und allgemein, da mehr Verkungel von den Verknüpfungen her. Machen wir das aber jetzt mal eben noch fix fertig. So. Jetzt ist er an. Der heizt noch nicht mal, aber...
natürlich das Problem. Jetzt mal gucken, wie viel er davon abzieht. Ja, der macht der. Den lädt er den auf? Ne, der macht den eiskalt fertig hier. Der ist gleich weg, das Ding. Ich weiß nicht, ob er das jetzt dann nimmt. Au, au. Sondert der Hitze ab? Ne, er läuft nur. Der ist konstant bei 100, der geht immer plus 2. Oh. Füllt sich aber ganz minimal auf. Beobachten wir den mal. Das ist weg. Was nimmt er als nächstes? Da verschwindet das. Der wird nicht warm. Der wird eiskalt nicht warm. Was ist denn, wenn ich den auf 0 mache? Okay, der schaltet auf jeden Fall hier ab. Das ist schon mal gut, wenn da nicht connected ist. Das passt schon mal super. Warum? Ja, weil das ein Kaltläufer ist. Das ist immer das Problem. Bei Kaltläufern frisst er wirklich das Ganze weg hier. Ich glaube, ich sollte den irgendwie ein paar Minuten laufen lassen. Haben wir dann noch einen Timer? Bestimmt noch irgendwo rumfliegen. Zumindest kann ich doch noch einen Timer machen. Ein Timer, dann lassen wir den nämlich nur segmentär laufen. Pointer. Ach so, Motoren, genau. Copacoil. Nehmen wir noch mal einen raus hier. Den tun, packen wir da rein. Lassen den immer ein paar Minuten laufen. So, wo habe ich denn diese komische Dwarplate? Weil die konnte ich mir nämlich nicht machen, das weiß ich. Die musste ich nämlich sozusagen ercheaten. Da, ach so, ich habe ein paar Timer mehr gemacht. Gut zu wissen. Auf jeden Fall habe ich sie irgendwo reingeschmissen, aber wo genau? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich sie da hinten in irgendeine Truhe reingepfeffert hat, wo sowieso Unsinn drin ist. Ja, da ist er wieder drin gewesen. So, Timer. Wie lang machen wir den immer? Ne, das ist zu lang. Beziehungsweise ist zu kurz. 8 Sekunden. 8, 20 Sekunden. Das wäre gar nicht mal, das wäre optional ganz gut, dass er nur sekundenmäßig läuft. Das könnte ich auch mit einer Uhr beziehungsweise mit einem Computer steuern. Ja. Dass ich dem sage von dann und dann an, von dann und dann aus, von dann und dann an, von dann und dann aus. Wäre auch eine Option. Können wir auch nochmal machen hier. Dass wir den austauschen vielleicht da hinten. Aber er läuft ja so. Sollen wir gerade mal schauen, wie bringe ich den am Schlossen an. Der muss ja irgendwie so da dran. Ah, da brauche ich diesen komischen, dieses komische Screw-Ding. Und das ist, glaube ich, da hinten bei der Werkzeugkiste dabei. Nee, schon hier war dabei. Gibt es gar keinen elektronischen für diesen hier. Den Screwdriver. Ist ein Schraubenschlüssel. Meine ich zumindest, soll ein Schraubenschlüssel darstellen. So im englischen Gebrauch bin ich nicht der Held. Ja. Es läuft da. Ah, mal 25 Sekunden. So. Wo ist er denn? Da läuft er gerade. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Hatten aber hat er den angemacht? Ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass er den angemacht hat. Mal ein paar Sekunden. Weniger, 5.
3. Auf jeden Fall tickert der. Verliert aber keine Sekundenanzeige. Sind ja keine Sekunden hier. Ja, mache ich das mal so. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich. Bis dahin, euer Flash unter B und tschüss.